Hallo Minecraft, willkommen zurück auf der 1.9. Ja, wir haben hier so ein bisschen den Spawn ausgebaut. Hier ist auch ein Netherportal. Ganz nett. Ich würde mich heute aber gern ein bisschen um mein Häuschen kümmern, was zuletzt etwas Besuch von Creepern hatte. Deshalb fehlen hier auch schon die Öfen und alles. Aber die haben wir im Inventar. Da ist wohl auch schon ein Creeper hochgegangen. Ich möchte hier jetzt ein bisschen mal die Fläche ebnen. Und uns somit einen Baugrund schaffen, wo wir dann eben unser Häuschen hinpflanzen können. Weil irgendwann sollte man ja damit mal anfangen. Vor allem, weil die Zombies hier und die Mobs und die Creeper und alles mögliche ganz schön übel drauf sind. Die wollen hier immer Stress. Und da müssen wir uns dann gut absichern. Bett haben wir ja leider noch nicht, um die Nacht zu überspringen. Und es wird, glaube ich, auch schon wieder Nacht. Ja, die Sonne geht unter. Verdammte Axt! So. Wir machen jetzt hier erstmal so eine kleine Fläche. Da ist schon wieder ein Creeper hops gegangen. Wenn man das halt nicht richtig ausbaut, dann können hier unten durchaus wieder Monster spawnen. So, dafür will ich Diorit nehmen. Ich hoffe mal, ich komme hier noch ein bisschen dazu, so halbwegs eine kleine Hütte hinzustellen. Nein, schon wieder alles weg. Holz. Wir sichern uns jetzt hier einfach mal nur gegen Zombies ab. Und so Skelette und so ein Zeug. Den Rest machen wir dann wann anders. Alles nur zweckmäßig. Zack. Ah, da haben wir noch eine Fackel. Eine Fackel ist gut. Zack. Auch, okay. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie ich das Haus hier bauen möchte. Deshalb sieht es wahrscheinlich alles ein bisschen nur nach Murks aus, was ich hier gerade baue. Aber das ist ja auch gar nicht so wild. Moment. Essen dahin. Oder man, die nehmen wir mit. Holz. Zombie-Zeug.
Seeds, Saplings, Glowstone, Trapdoors. Die brauchen wir nicht. Bisschen Holz nehmen wir noch mit nach unten. Und dann gucken wir mal hier. Ein Crafting Table brauchen wir. Ah, da habe ich umsonst eingebaut. So, Diorit brauchen wir für einen Fußboden auf jeden Fall. Anders sieht es auch nicht schlecht. Kohle wäre jetzt natürlich super, dann könnte ich mir nämlich noch eine Fackel machen. Ja, der Server hier, der ist eigentlich soweit ganz offen. Kohle, jawohl. Das heißt, hier dürfte theoretisch auch fremde Leute spielen. Dazu solltet ihr dann einfach Kontakt aufnehmen. Gibt keine Vorgaben hier im Moment. Es ist ein reiner Test und ja, Spaß-Server, den der LOLmaster hier gemacht hat. Aber von dem habe ich eben das Recht bekommen, auch das so zu umwerben. Oh, da haben wir aber viel Kohle gekriegt. Nein, Spitzhacke kaputt. Hoffentlich haben wir jetzt. Ah ja, wir haben Cobblestone gekriegt. Ich dachte schon. Ich hätte Dummheiten gemacht. Hätte ich nämlich keinen Cobblestone gehabt, hätte ich keine neue Spitzhacke mehr gehabt. Dann hätte ich welche aus Holz machen müssen. Und das ist ja immer sehr unproduktiv. Läuft ganz gut soweit. Der Diorit zieht sich hier gut durch den Berg. Das war ja in der 1.8 noch immer so, dass die wirklich nur also in einem Chunk vorgekommen sind. Glaube ich. Und hier ist er ein bisschen freier verfügbar. So, Sonne, der Mond geht glaube ich gleich unter. Nehmen wir mal noch ein bisschen Kohle mit, weil wir müssen noch einiges an Stein brennen und Holz und bla. Na, Holz brennen nicht. Aber wie gesagt, Kohle kann man nicht genug haben. Hier schon Lava. Ich war mir gerade relativ unsicher. So, wir gucken mal schnell nach oben.
Ne, da ist dunkel. Dann bleiben wir lieber noch ein bisschen hier unten. Farmen noch ein bisschen Rohstoffe. Beziehungsweise Baustoffe, das sind ja Baustoffe. Ja, Rohstoffe wäre ja Eisen oder so ein Zeug. Wir kriegen ganz schön viel hier raus, muss ich echt sagen. Noch mehr Kohle. Jo. Ich höre eindeutig Lava. Aber ich weiß nicht genau wo. Muss man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Kommt die her? Ich höre sie ganz, ganz deutlich. Aha, wusste ich's doch. Da ist eine Höhle. Gut, aber ich glaube, wir haben fast zwei Stacks Diorit und wir haben wieder Tag. Was natürlich auszubi ist. Dann brennen wir hier mal ein bisschen Stein. So. Moment, das brauchen wir. Eine Schaufel haben wir noch. Ja, Raumeinteilung habe ich natürlich auch noch keine Ahnung, weil ich eigentlich noch gar nicht weiß, wie mein Haus hier aussehen soll. Aber ich glaube, ich werde hier einen Eingang machen. Hier kommt noch mal eine Wand hin. Da soll noch eine Wand hin. Ach, haben wir aber keinen Stein dafür. Eine Axt haben wir aus Holz. Lass mal hier alles absuchen, ob da irgendwelche Monster rumrennen. Das Holz nehmen wir gerade mal mit. Muss man ja nicht hier einfach vergammeln lassen.
Da ist noch ein Holzblock. So. Dann machen wir uns mal eine Türe. Ah, da kriegt man sogar drei raus. Das ist ja cool. Das ist recht nice, weil dann hat man nicht immer das Problem, dass man nur so drei, vier Dinger rauskriegt. So. Von den Steinen brauchen wir noch. Da müssen wir auch noch die Steinchen platzieren. So. Gut. Wir haben den Grundstein für unser Häuschen gelegt. Ist natürlich noch nichts drin. Doch, stimmt ja gar nicht. Hier eine Kiste, drei Öfen und einen Crafting Table. Und das Häuschen wird sich dann eben in die Richtung weiter erstrecken. Und ja, das sehen wir dann vielleicht schon in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder irgendwie sowas. Abgestürzt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, Minecraft.